Heute haben uns dichte Wolken, nochmal Regen und auch Schnee mitgebracht. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net an diesem Sonntag. In der nächsten Woche wird sich nun aber hoher Luftdruck bei uns durchsetzen und damit die Niederschläge und auch die Wolken zurückdrängen. Wir schauen einmal auf den Luftdruck und da sehen wir, zwischen einem Hoch bei Spanien und einem Hoch im Nordosten Europas wird sich eine Hochdruckbrücke ausbilden und die wird dann eben ihren Einfluss bei uns immer weiter ausbauen. Zunächst, da sind in der Nacht aber noch einige Wolken unterwegs. Die haben auch weiterhin noch Regentropfen und Schneeflocken im Gepäck. Vor allen Dingen auch nochmal im Osten. Hier wird es aber zunehmend in der Nacht dann nachlassen, sowohl mit den Regentropfen als auch mit den Schneeflocken. Außerdem sind Schneeflocken noch im Südwesten mit dabei und zum Morgen hin auch nochmal in der Mitte des Landes. Die Temperaturen gehen verbreitet auf 3 bis minus 6 Grad zurück. Besonders an der Nordseeküste, da bleibt es ziemlich mild. Da liegen die Temperaturen teilweise sogar noch bei 5 Grad. In den Alpen und teilweise auch in den Mittelgebirgen wird es dafür noch ein Stück kühler. In den Alpen, da müssen wir uns auf Temperaturen örtlich von unter minus 10 Grad einstellen. Und frostig wird es in den Alpen auch im Tagesverlauf morgen bleiben. Ansonsten erwärmt es sich auf 0 bis 7 Grad. Am wärmsten wird es im Nordwesten. Dazu sind dann noch einige dichte Wolken unterwegs. Besonders im Westen, aber auch im Nordosten, da kann sich dann aber auch die Sonne mal behaupten. Die Wolken haben dann nochmal Schneeregen und auch nochmal Schnee, vor allen Dingen dann im Süden im Gepäck. Am Dienstag, da sind dann auch noch ein paar Schneeflocken mit dabei. Insgesamt, da kann sich die Sonne dann aber auch schon häufiger zeigen und es bleibt vielfach auch trocken bei Temperaturen von maximal 5 Grad. Am Mittwoch, da erwärmt es sich dann wieder bis auf 7 Grad. In den Mittelgebirgen und in den Alpen bleibt es stellenweise im Dauerfrostbereich mit den Temperaturen. Dazu sind noch mal einige dichtere Wolken mit dabei. Dazwischen kann sich aber auch immer wieder die Sonne zeigen. Einige Nebelfelder, die machen es der Sonne aber auch ganz schön schwer. Und ähnlich mit Nebelfeldern geht es auch am Donnerstag weiter. Insgesamt kann sich die Sonne dann aber schon häufiger durchsetzen. Nur im Osten, da werden zeitweise dichtere Wolken unterwegs sein. Die Temperaturen kommen dann bis auf minus 1 bis 8 Grad voran. Da wird es dann also auch wieder ein wenig wärmer. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne den Daumen nach oben. Klickt auch auf Abonnieren, damit ihr richtig gut zum Thema Wetter informiert seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.